Heute das neu erschienene Mulaka und gleich geht's los. Hallo, hallo und hereinspaziert, liebe GoNation-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier bei der Console Stage. Wie ihr seht, bin ich heute allein. David ist in den Ferien. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus, genießt die Zeit. Und ja, ohne lange drüber herumzureden, würde ich sagen, kommen wir direkt zu den News. Ja, da sind wir auch wieder. Ich bitte doch die Regie, schnell auf meinen Desktop zu switchen. Super, vielen Dank. Ja, die erste News hier, wie ihr sehen könnt, PS Plus ab März 2019 angeblich nur noch PlayStation 4 Spiele gratis zu haben, also als Gratisspiele erhältlich. Somit stellt Sony oder die PlayStation den Dienst für die PS3 und die PS Vita Spiele ein. Jedoch keine Sorge, früher heruntergeladene Spiele könnt ihr behalten. Also ist nicht so, dass das dann komplett weg ist. Um Gottes Willen, nee. Ja, das war auch schon die erste News und die heutige betrifft alle Skateboard-Fans von früher, die Tony Hawk's Pro Skater gespielt haben auf einer der damaligen Konsolen. Bei mir war es zum Beispiel noch die PlayStation 1. Ja, sogar Tony Hawk selber wünscht sich eigentlich, dass es eine Remastered-Version von dem Spiel gibt und hat auch ein Statement dazu abgegeben auf Twitter. Übersetzt heißt es eigentlich, ja, also die Activision hat die Rechte an Tony Hawk Pro Skater und die ganzen Lizenzen und er arbeitet halt nicht mehr mit denen zusammen. Jedoch, wenn er die Rechte hätte oder wenn es in seiner Macht liegen würde, würde er natürlich alles tun und he would be happy. Er wäre sehr froh darüber, dass natürlich dann auch wieder mal eine Remastered-Version auf den Markt zu bringen. Denn ich kann mich erinnern, ich und viele Freunde von mir haben stundenlang damit verbracht. Ja. Wie ihr wisst, haben wir auch natürlich im Moment ein Gewinnspiel am Laufen. Und ich bitte doch die Regie, schnell einmal den Trailer einzublenden dafür. Click and win mit GoNation Entertainment. So einfach kannst du einen der tollen Preise gewinnen. Möchtest du mitmachen? Einfach unseren YouTube-Kanal abonnieren und schon bist du bei der Auslosung Ende des Monats mit dabei. Bitte hinterlasse eine Kontaktmöglichkeit in deinem Kanal, damit wir dich unmittelbar nach der Auslosung kontaktieren können. GoNation Entertainment wünscht dir viel Glück bei der Auslosung. Ja, da sind wir auch im Spiel drinnen, Mulaka. Zuerst einmal einige wichtige Informationen. Es ist am 27. Februar, also wirklich recht kürzlich erschienen. Und zwar gibt es das Spiel nur im Store. Also du kannst es in keinem Laden kaufen als CD oder so. Und ich drücke schon auf Pause, dass ich ein bisschen was drüber erzählen kann. Und zwar ist es so, das Spiel gibt es wie gesagt nur im Store. Es kostet 20 Euro, ist jedoch im Moment eine Aktion. Und zwar noch bis zum 6. oder 7. März, meinte ich, mit 10%. Also kriegt ihr es für zwischen 17 und 18 Euro, sowas herum. Auf jeden Fall dachten wir uns, wir testen das mal, um euch einen kleinen Einblick darüber zu verschaffen. Da sind wir auch schon. Oh, und da ist auch schon eine Kreatur hinter uns. Nee, jetzt bin ich am Spielstand speichern. Das wollte ich nicht. So. Das wollte ich. Ja, das schaut doch gut aus. Weg mit dem. Ja, also, wer ist das eigentlich, dieser Kerl hier ohne Füße, wie mir das gerade auffällt? Und das ist ein sogenannter Samaluak. Nee, nicht Samuel Walker, sondern ein... Ich muss kurz auf den Spickzettel schauen, weil die Begriffe sind wirklich kompliziert. Sukuruame. Und zwar ein Sukuruame, das ist ein Schamane des Tarahumara-Volkes. Dies wiederum befindet sich im Norden von Mexiko in der Samalayuca-Wüste. So, jetzt habe ich die ganzen schweren Begriffe mal durchgesagt. Und ja, worum geht's denn? Es geht darum, dass man mit Hilfe von Halbgöttern, mit den Kräften von Halbgöttern, wie soll ich sagen, das Böse im Land, im Landesinneren, beziehungsweise in der Wüste, befreien muss und somit quasi sich den Weg durchkämpfen muss. Dieses Volk von dieser Wüste ist auch bekannt für seine
wie soll ich sagen, für seine schnellen Beweglichkeiten und so. Also, sie haben so Running Skills. Sie sind wirklich sehr flink unterwegs, wie ihr das sehen könnt, wenn ich mal auf Sprinten drücke. Der ist wirklich wahnsinnig schnell, kann weit springen. Also, so ein Ironman-mäßig auf jeden Fall. Und das ist recht cool. Und das ist wirklich eine, jetzt nicht eine wahre Geschichte, aber dieses Volk in der Wüste im Norden Mexikos gab es wirklich. Und die kulturellen Facts, die das Spiel mitliefert, die stimmen wirklich. Und somit hat man ja noch ein bisschen Bildung dabei. Und das ist auch ein Gegner, der sich hier versteckt hat. Den bringen wir gleich mal um. Der lässt sich mit einfachen Angriffen nicht killen. Da braucht es wieder einen schweren. Ja, wir haben halt verschiedene Arten von Angriffen. Einmal mit Viereck. Ah ne, der lebt noch. Können wir leichte Angriffe machen. Mit Dreieck. Auf der PlayStation 4 ein schwerer Angriff. Und jetzt haben wir den gekillt endlich. Und was auch möglich ist, ist, dass wenn wir L1 gedrückt halten, können wir zielen und mit dem rechten Stick anvisieren. Und sobald wir dann loslassen, wirft er dann seinen Speer. Also man hat verschiedene Angriffsmöglichkeiten, kann man so sagen. Nicht gedacht, dass ich den erwische. Bringen wir die Kleinen da auch noch um. Oh, da ist wieder ein etwas größerer. Geht mal ihm mal ordentlich auf die Rübe. Jo, der ist auch weg. Und oben rechts seht ihr eigentlich unsere Lebensanzeige, beziehungsweise Seelenanzeige, wie das hier ist. Und der eine, also ein Drittel davon ist schon fast sehr low. Ich kann euch mal zeigen, was dann passiert. Mal schauen, ob der mich angreifen will. Genau. Und jetzt ist ein Teil meiner Seele weg. Ich habe noch zwei. Jedoch kann ich mit der Pfeiltaste nach oben mich quasi healen. Genau. Und da haben wir das wieder. Und das kann man nicht unbegrenzt. Das kann man jetzt unten links, seht ihr, noch 9 Mal machen. Und man kann unterwegs immer Objekte sammeln, um das wieder aufzuladen, so quasi Aloe Vera. Und ja, ich würde sagen, ich drücke mal auf R1. Dann zeigt uns so eine Map quasi ein bisschen den Weg, wohin wir müssen. Ja, lass mal da hingehen, das ist am nähersten. Da muss ich aufpassen, denn das ist, glaube ich, das ist der Treibsand, da darf ich nicht hinein. Sonst verliere ich auch ein Leben. So wie ich mich kenne und so wie ich mich anstellen werde, falle ich mit der Zeit wahrscheinlich eh hinein. Jetzt ist das nur eine Frage der Zeit. Oh, jetzt hat sich hier eine Arena gebildet. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Wenn ich jetzt nochmal diese Vision anmache. Okay, und wie gesagt, ich war im Treibsand. Ging schneller als gedacht. Na, und hier komme ich eigentlich auch nicht mehr wieder hinaus, bis ich all die Gegner besiegt habe. Dann würde ich sagen, mache ich das gleich einmal. Bisschen Rambazamba hier. Ja, die Kleinen, die gehen alle mit den einfachen Angriffen. Relativ easy. Da ist noch einer. Die kommen halt immer aus dem Boden. So etwas überrascht und unerwartet. So, jetzt können wir R2 und Dreieck drücken. Nee, renn doch nicht in den Treibsand, Junge. GG. Genau, jetzt kann ich auf ihn rennen. Und nein. Alter, willst du mich verarschen? Ich gönne mir mal ein bisschen Leben. So. Also, sobald ich R2 drücke, sprintet er halt. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Voll durch ihn durch. Das war so eine Art Finishing-Move. Oh, das ist ein bisschen größer, der Gegner. Nicht wieder in den Treibsand. So. Genau, und der ist jetzt von vorne quasi wie unsterblich und ich muss immer warten, bis er hinten quasi aufmacht, dass ich ihn von hinten ordentlich geben kann. Ja. Oh, da höre ich wieder etwas. Ja, wobei, nee, da bin ich durchgekommen diesmal. Der Finishing Move leuchtet zwar noch, obwohl ich alle besiegt habe, denn dieses Arena-Feeling ist nicht mehr da. Ich komme da jetzt hinaus. Das ist schon mal gut. Und da haben wir schon eine Zwischensequenz. Zehn Minuten. So. Ah, da vorne. Schaut.
schaut's nach einem großen Gegner aus. Hallo! Provozieren wir den mal ein bisschen. Und dann geben wir ihm wieder. Ich warte mal, dann mache ich so den Torero-Move und gehe in letzter Sekunde aus dem Weg. Probieren mal diesen Finishing-Move. Oh, der hat genau gar nichts gebracht. Dankeschön. Hoppla. Aggressiv ist dieses Ding auf jeden Fall. So eine Art gesteinertes Rhinoceros. Ah, jetzt haben wir den erledigt. Da, die ganze Umgebung könnt ihr auch noch ruinieren, diese Steine. Gibt's immer ein bisschen Points. Läuft auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob man da rüberspringen kann. Jawohl. Schon Angst gehabt, ich lande wieder im Treibsand. Und wo müssen wir als nächstes hin? Ah, gerade hier. Ah ja, da ist ja dieser Fasan oder was das war. Was ist das hier? My dad talked us into coming to somewhere. Ja, das Spiel ist halt nur auf Englisch und auf Spanisch im Moment zu spielen. Und ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern. Und ja, das sind halt diese Dialoge, aber ich würde sagen, die überspringen wir mal. Ja, nee, jetzt will ich nicht nochmal mit dem reden. Da kann ich auch ein bisschen Randale machen. Die hütet gerade ihr Baby, so wie es ausschaut. Reden wir mal mit der. Ja, sie hat einen Shiny Stone, also einen leuchtenden Stein hat sie gesehen. Und but the pheasant beat me to it. Ja, da ist jemand weggerannt mit diesem Stein und ich nehme stark an, wir müssen diesen Stein dann finden. Jetzt schauen wir wieder, wo dieser Fasan ist von vorhin. Was ist jetzt los? Ah, dort vorne. Probieren wir mal was. Das war's nicht. Da. Da habe ich ihn. Peters Bienenform. Das ist eine geile Trophäe. Der Tierschutz ist informiert worden, dass man quasi dieses Tier belästigt hat. Das ist auf jeden Fall ein nicer Gag. Ja, tut mir nicht weh. Jetzt gibt er mir ein Artefakt, wenn ich ihn verschone. Und ja, da haben wir auch schon diesen leuchtenden Stein. Leider hat er nichts mehr für mich. Jedoch, ja, ich bin schon recht zufrieden. Vielleicht kann ihm sein Bruder helfen. He's somewhere west of here. Okay, das heißt, er befindet sich im Westen. Mach das Ding kaputt. Schauen wir mal, ob Peter weiterhin informiert ist, wenn man ihn nochmal haut. Na, der bleibt hartnäckig. Ne, passiert nichts. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum nächsten. Ja, das nächste befindet sich hier oben. Schauen wir mal, was wir hier haben. Kann man da etwas machen? Nee. Das scheint eine Map-Begrenzung zu sein. Oh ne, ich sehe mich schon wieder im Treibsand. Nee. Jawohl, er hat den Moonwalk hinübergeslidet. Hat er sich gerade nochmal gerettet. Sehr gut. Ah, und hier können wir dieses Aloe Vera einsammeln. Was ihr unten links seht, da braucht man, glaube ich, 4 bis 5 von diesen Pflanzen, um eine so ein Leben-Element wieder zu bekommen. Hier hoch müssen wir. Genau. Oh, das sind ja alles diese kleinen Skorpione. Den mal eine ordentliche Ladung mit auf den Weg. Zack, zack. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Was haben wir hier? Okay, das ist so ein Tutorial-mäßiger. Was soll das sein? Jägermeisterschädel. Sagt uns da, was wir machen sollen. Dankeschön. So, dann haben wir wieder mal einen Speerwurf gemacht. Sammeln wir noch ein bisschen Aloe Vera ein. Oder was auch immer das sein soll.
Und wo müssen wir hin? 22 Meter. Ah, eh gleich hier. Mal schauen, ob ich einen Speer da nach oben werfen kann. Alter, diese kleinen Dinger werfen. So. 15 Minuten. Ja, das hat richtig ausgeschaut. Da ist jetzt aufgegangen. Dieses Finishing-Move-Tutorial dort unten nervt mich so sehr. Oh, da sehen wir schon den nächsten Stein. Und da kommen wir plötzlich aus aller Eile hergerusht. Ich würde sagen, wir überspringen die Szene mal. Jetzt stellt er sich vor. I'm a researcher by trade. Okay, das heißt, er ist also Forscher. Das war schon der zweite Stein, wie ihr hier sehen könnt. Auf jeden Fall läuft. Oh, kann man noch immer mit ihm reden? Ja, der sagt halt, dass hier relativ viele Skorpione waren. Was du nicht sagst, Kollege. Okay, die sind meistens nur da, wenn es so ein richtiges Alpha-Tier gibt. Also so ein bisschen stärkeren Bossgegner quasi. Ein großes Ei. Ein großes Auge ist geschützt. So, dann suchen wir mal den nächsten Stein. 500 Meter sind das, glaube ich, nicht. Ich denke mal, das sind so, ja, Schritte sind es auch nicht. 500 irgendwas auf jeden Fall sind das noch entfernt. Okay, dann mache ich wieder den Moonwalk hinunter. Das ist wirklich... Ich muss sagen, eine schöne Map und auch extremst beruhigend mit dieser Musik. Kann man hier machen? Kann man da auch draufhauen? Alter, wieso habe ich so eine komische Aura über mich, über meinen Körper? Ne, da kann ich nichts machen. Ne, da lässt sich nichts tun. 100 irgendwas noch bis zum nächsten magischen Stein. Da dürften wir wieder irgendetwas machen. Das schaut suspekt aus. Ein Ratgeber. Ja, 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 ja. Bla, 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 bla. Da, da, da. Sehr gut. Vielen Dank. Jedoch ist immer noch nicht offen. Ah, da oben. Das ist quasi der Türöffner. Schauen, ob man auch hochklettern kann. Ja. Ah, weil es so cool war, provozieren wir den hier noch mal ein bisschen. Mach mal den Torero. Ui, jetzt hat er mich beinahe gehabt. Jetzt hat er wieder seinen Weak Spot geöffnet. Und das war er auch schon. Bisschen Kraut einsammeln. Und jetzt hat sich die Tür dort hinten, also die Tür, die Felswand geöffnet. Das ist schon mal sehr gut. Und da sollte sich dann der letzte Stein bzw. das Artefakt befinden. Oh, und da sind wir wieder in der Arena. Gibt es wieder einen Fight. Oh, und der hat vorhin noch gesagt, wenn diese Kleinen kommen, ist das meistens nur ein Vorbote. Und zwar kommt dann bald ein richtig großer. Da bin ich gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Okay, das sind noch diese kleinen Bällchen. Die sind auch noch relativ easy. Mal so einer. Die tauchen halt völlig random irgendwie aus dem Boden auf. Das ist nicht so ein typisches Pattern oder Rhythmus, wie die immer auftauchen. Boah, jetzt geht's da ordentlich ab. Nervig. Ganz ehrlich. Okay. Irgendein komischer Fußball, nennen wir es mal, liegt da oben. Oh. Er hat uns gesehen und rennt schon weg. Der hat keine guten Erinnerungen an uns gehabt.
fertig, diese drei. Oh, da ist wieder. Ein etwas größerer, aber auch noch nicht. Riesenmonster. Oh. Das war nicht nett, Kollege. Mach jetzt. Also ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel mit dem. Aber den. Hallo! Da war ich wieder. On top of this rock, also auf diesem Stein oben, ist ein Schatz. Das war wahrscheinlich dieses komische, runde, rot-weiße Dingens da oben. Das ist immer noch der. Naja. Nerven wir den noch ein bisschen. Jetzt muss ich schauen, wie ich hier hochkommen kann. 21. Schauen, ob da noch etwas ist, außer diesem Aloe Vera Kraut. Probieren wir es mal von oben, ob man da vielleicht rüberspringen kann. Ne, der will hier nicht hoch, der kann hier nicht hoch, besser gesagt. Machen wir mal alle Felsen hier kaputt. Schauen, ob sich unter einem so ein Felsbrocken vielleicht etwas befindet. Nicht immer sagt das Spiel, was man machen muss. Es ist halt wie so ein Puzzle, was man lösen muss. Ich weiß jetzt natürlich, dass ich hier oben hin muss. Aber probieren wir mal vielleicht noch die letzten zwei übrigen Skorpione zu killen. Jetzt noch einen. Das sollte eigentlich. Jetzt bleibt da. Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Gehen wir nochmal zu dem hier. Wow. Genau. Dankeschön. Der katapultiert mich hoch. Ich sollte vielleicht den Text ein bisschen besser lesen. So, haben wir das aufgesammelt. Und sammeln wir dieses Artefakt auch noch ein. Da ist er. Alle drei. So wollen wir das sehen. Das kann man leider nicht kaputt machen. Und jetzt müssen wir hier den Berg hoch. Wow, I believe I can fly. Rennen wir mal nach hinten, dass wir das noch zeigen können. Und da oben sehen wir schon die Felswand mit unseren drei eingesammelten Artefakten. Oh shit, oh shit. Schaut so aus, als hätten wir ein neues Level freigeschalten oder entdeckt. Da ein bisschen Kraut einsammeln geht immer noch. Oh, und hier gibt's wieder eine kleine Arena. Schauen wir mal, ob hier noch ein etwas größerer Gegner kommt, dass wir euch den auch noch zeigen können. Tak, 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 tak. Ja. Taucht wieder so einer auf. Den kennen wir doch schon. Nee. Jetzt sind aber ganz schön viele Gegner hier. Ich renne einfach mal im Kreis, bis der hier stehen bleibt. Weil vor dem habe ich am meisten Schiss. Wow, was geht jetzt? Nee, und ich bin natürlich wieder im Treibsand. Das gibt's doch nicht. Mal den schnell fertig. Jetzt geht uns der hier nicht mehr auf die Nerven, zum Glück. Und das Controller-Spamming geht weiter. Bam, 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 bam. Jetzt kommen nur diese kleinen Furzdinger. Will ich nicht. Soll mal ein richtig großer Gegner kommen, der so ein bisschen challenging ist. Aber das hieß es auch schon online bei gewissen Rezensionen oder war schon vorhin klar, dass es jetzt nicht so extrem schweres Spiel sein wird, sondern es ist eher schwerer herauszufinden, was man machen muss, wie zum Beispiel ich vorhin, weil ich einfach den Text nicht gelesen habe, dass ich einfach mit diesem Fasan quasi mich hochkatapultieren lassen muss. Aber ja,
Ich würde sagen, wir machen hier mal von Game an sich einen Cut, weil wir haben eigentlich relativ viel schon gesehen. Und ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu unserer Bewertung. Ja, hier unsere Bewertung zum Spiel Mulaka, was erst kürzlich erschienen ist. Wir haben es auf der PlayStation 4, wie schon erwähnt, getestet. Und ja, zum Spielspaß muss ich sagen, es macht wirklich Bock, denn man muss die Map so ein bisschen exploren, erforschen und dann halt ein bisschen herumbetteln. Also das Battle-mäßig ist jetzt nicht so, wie ihr gesehen habt, herausfordernd, aber der Spielspaß ist schon gegeben, dadurch, dass man herausfinden muss, was man machen muss. Deshalb solide 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die Story, dadurch, dass es diesen kulturellen Aspekt drinnen hat und der wirklich genau ist mit diesen Einheimischen aus dieser, ich muss nochmal kurz nachschauen, Samalayuca-Wüste aus dem Norden Mexikos, finde ich das schon echt cool gemacht mit der Story. Deshalb 4 Punkte von 5 möglichen Sternen, also wirklich recht gut. Grafik und Sound eigentlich auf einer Ebene, 3,5, denn dieses komische, verkantete, wie das Männchen aussieht und so, das macht das Spiel aus. Wäre da jetzt so ein komplett neue, keine Ahnung, so eine riesen Engine dahinter, dass das ausschaut wie das neue Call of Duty, würde das den Sinn vom Spiel ein bisschen ruinieren, finde ich. Deshalb auch 3,5 solide Punkte bei Grafik und Sound. Gibt ein Total von 3,5 von 5 möglichen Punkten. Unserer Meinung nach kann man sich das Spiel gönnen, wenn es euch gefallen hat. Denn, wie gesagt, das ist nur für 20 Euro im Store erhältlich. Also, ihr macht definitiv nichts falsch damit. Ja, dann war es das auch schon von der dieswöchigen Ausgabe der Console Stage. Hier nochmal unsere Social Media Links. Lasst doch bitte ein Abo da auf YouTube. Es würde uns riesig helfen, wenn unsere Community zusammen mit euch weiter wachsen würde. Für die, die möchten, können auch noch gerne eine kleine Donation dalassen. Und ab einer großzügigen Spende von 10 Euro gibt es noch einen fetten Shoutout bei der jeweiligen Stage, die ihr euch wünscht. Ja, dann war es das auch schon von uns, beziehungsweise heute nur von mir. Wünschen euch natürlich noch einen angenehmen Rest der Woche und sehen uns nächste Woche wieder bei der Console Stage. Go Nation out!